Herzlich willkommen, ein fröhliches Summerboing zu einer neuen Runde Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Es hat sich einiges getan hier auf der Long Long Farm. Schauen wir uns doch einmal genau an, wie es um die Leute steht. Navi? Sollen wir Shi glauben und nach Kakariko gehen? Nö. Wir machen erstmal hier in Long Long Farm die Gegend unsicher. Sie singt seit Jahren dort. Seit über 8 Jahren steht sie und singt. Bitte, erzähl Beisel nicht, dass ich dieses Lied singe. Ich kann es auch. Du kennst das Lied meiner Mutter? Alle haben dieses Lied geliebt. Mein Vater, sogar Basil. Doch seit Ganondorf auch getauft ist, hat sich Basil völlig verändert. Wenn ich es singe und die Augen dabei schließe, denke ich an vergangene Zeiten. Auch Epona liebte dieses Lied. Damit konnte ich sie zähmen. Basil ist dies nicht gelungen. Also das Hihihi fand ich da irgendwie unpassend. Ich glaube, wir brauchen hier den Tag. Sonst kommen wir gar nicht weiter. Deswegen machen wir erstmal Tag. 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 So. Ah. Bam, ba, bam. Bam, ba, bam. Bam, ba, bam. Hey ho. Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm betrogen. Aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basil, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf es deshalb schlecht über mich sprechen tun. Im Vertrauen. Eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Klar. Soll ich dir erklären, wie man reiten will? Das ist ja... Nee. Die Farm dankt. Ja, dann. Hey, hey. Wenn Epona ankäme, hätten wir jedenfalls unser Pferdchen schon mal. Da ist es. Ich hab eins. Hallo? Hallo? Ich will mit dir reden. Hallo? Willst du absteigen? Halte an und drücke A. Habe ich dich schon mal irgendwo gesehen? Du kommst so ganz vor. Setzt du die... Ich will reiten. Okay. Ich frage mich, ob ich hier ausbrechen kann. Oh Mann, schade. Ach, Epona. So, vielleicht kommen wir hier rüber. Und Eppa! Also geht doch. Das war's schon? Oh, schnell, schnell, ich will hier noch rüber. Gib Gas. Hey, runter vom Pferd, die Zeit ist abgelaufen. Du hast nur 10 Rubine gezahlt. Hätte ich 1000 bezahlen müssen. Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Och nö. Na gut, dann verschwinde von meiner Farm. Hä? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht?
Ich dachte, ich müsste ein Wettrennen mit ihm machen. Mal. Die Farm dankt. Versuchen wir es nochmal. Die will ich ja gar nicht. Mann. Achso, geht doch. Musa, komm ran. Hallo? Da. Okay. Ich wusste es. Oh oh. Ich will innen vorbei. Oh, dann lässt mich nicht. Gut, gut, gut. Jetzt muss ich bloß mal eine Möhre behalten, damit er nicht zu langsam wird. Heya! Das war's schon. La! Feuer einfach. Vermaledeit! Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nicht von dieser Demütigung. Hey du, wie wäre es mit einer Revanche? Gewinnst du? Gehört das Pferd dir, hm? Okay. Ich dachte, das wär's schon gewesen. Los. Das war fies. Der hat sich vorbeigedrängelt. Aber er gibt ja richtig Gas. Oh oh, das war nicht gut. Dränge ihn. Dränge ihn. Oh, ich hab ihn schön abgedrängt. Puh. Da, 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 da. Da ist schon das Ziel nah. Tschüss. Ah! Wie kann das sein? Ist das wirklich Epona? Wie ist es dir gelungen, das Pferd hinter meinem Rücken zu zähmeln? Ich wollte Epona dem mächtigen Ganondorf zum Geschenk machen. Nicht zu laut. Nun habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermaledeit. Nun gut, so sei es denn. Ich halte mein Versprechen. Das Pferd möge dir gehören. Nur die Farm darfst du mit ihr nicht verlassen. Wie, was? Hallo? Nun gut, so sei es denn. Ich halte mein Versprechen. Das Pferd möge dir gehören. Nur, die Farm darfst du mit ihr nicht verlassen. Das wollen wir da erstmal sehen. Natürlich können uns hier nichts aufhalten. Ich meine, wir haben das schnellste Pferd von Bitterfeld. Was? Und sind mal eben weg. Tschüss. Und damit haben wir einen kleinen... Kleine Freundin? Kleine Freundin? Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Einen Begleiter gefunden? Wir haben ein Pferd gefunden. Fertig. So. Ich würde sagen, wir können dann uns ja mal aufmachen zum... Wald. Nach Kakariko sollen wir aber. Also, Kakariko. Hi, hi. Wer sagt immer ja? Ja. Oder hi, ja. Ich weiß schon wieder nicht, wann ich aufgenommen habe. Ach, egal. Kommst du auch über die Brücke? Ich glaube, ich musste absteigen. Ja. Komme ich irgendwie runter? So. Da, 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 da. Oh, jetzt aber schnell. Schneller. Bam, 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 bam.
bam, bam, bam. Oh, die Musik hat sich etwas verändert. Zwei komischen Herren. Hä? Hallo? Ich wollte eigentlich mal gegenrennen. Aber. Also. Schau dir den an. Seit er aus dem Schloss entkommen konnte, ist er noch ängstlicher geworden. Ich spüre, ich habe ihn gesehen. Ich habe den Geist von Boris, dem Totengräber, im Grab verschwinden sehen. Mann, man sagt, er lagere viele wertvolle Sachen dort. Ja, das ist ja... Alter. Hallo? Jemand zu Hause? Wir alle haben Schweres durchgemacht, aber wir möchten das lieber für uns behalten. Schau dir den Bärtigen auf dem Bett an. Ich wette, sogar einer wie er hat seine Probleme. Oh, Stimme war gerechtfertigt. Schau ihn an, den Bärtigen. Ich glaube, sie haben ihn von der Farm gejagt. Er hängt immer nur faul herum. Den ganzen Tag lang. Das ist ziemlich gedankenlos in derart schlimmen Zeiten. Hoch. Ah, Super Mario, hi. Ja. Oh, Marlon. Geht es gut? Tut mir leid, wenn du mir die Sorgen machst. Okay. Ich glaube, heute bin ich nicht so gut in der Stimme. Ach, da ist der Opa. Haben wir eigentlich genug Skulpturas mittlerweile, dass wir schon wieder hin könnten? Oh, das war ein schöner Leck eben. Nein, da fehlen noch vier. Hey, du. Es ist lange her. Da gab es hier einen Mann, ja. Von dem man sagt, er besäße das Auge der Wahrheit. Heutzutage muss man schon selbst ein ganz besonderes Gespür entwickeln, um die Wahrheit zu erkennen. Aber der Typ hat das irgendwie anders gemacht. Sein Haus stand da, wo jetzt der Brunnen ist. Mein Gott. Fenster ist noch schön aufgemalt, konnte man gerade schön sehen. Irgendwie, ja guck, die hängen gar nicht richtig an der Wand. Das fällt mir heute erst auf. Egal. Komme ich hier hoch? Ja. Okay. So, was haben wir denn hier? Wie rennt er langsam? Hier ist eine Spur von nichts. Hey, Junge. Du bist fast erwachsen und betrittst ein fremdes Haus ohne Erlaubnis. Ich will mit deinen Eltern reden. Na, egal. Das hier ist sowieso nicht mein Haus. Es ist das Haus der mächtigen Impa. Die mächtige Impa ging zum Friedhof, um eine widerliche Kreatur zu bezwingen. Seit Ganondorf aufgetaucht ist, wimmelt es nämlich von ekligen Kreaturen. Nur die mächtige Impa hat für Frieden in unserem Dorf sorgen können. Merk dir das gut, mein Junge. Nun gut. Apropos Impa. Die ist noch immer nicht zurück. Ich frage mich, was da passiert ist. Ich habe gehört, dass der Geist des Totengräbers öfter noch auf dem Friedhof hinter dem Dorf herumspukt. Aber das ist nicht so wichtig. Irgendwie ist er relativ belanglos. Also, egal. Es ist ihm einfach alles egal. Jetzt hat er wieder die volle Schwellgeschwindigkeit anlaufen. Eben lief er so langsam. Wie kommt das Laufen so langsam vor? Wo sind deine Hühner? Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki. Und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche. Was? Und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal etwas davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern. Ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück. Und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du es ausprobieren? Ja,
Klar. Du hast dein Ei ausgeliehen. Bald wird Kiki ausschlüpfen. Gib es zurück, wenn du es nicht mehr brauchst. Gut, dann schauen wir uns mal beim Brunnen um. Ja. Oh, der Todesberg. Was haben wir denn hier? Mal schauen. Der spielt auch schon seit über 8 Jahren. Sag mal, Junge, hast du auch einen anderen Job oder machst du es hauptberuflich? Ich werde nie vergessen, was vor 7 Jahren geschehen ist. Daran ist nur dieser Typ mit seiner Ocarina schuld. Wenn er sich nochmal sehen lässt, kann er etwas erleben. Was? Du besitzt eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein. Das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Damals kam so ein Rattengesicht hier herein und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Ich werde das Lied nie vergessen. Zuck mal durch die Nase. Endlich haben wir diese Musik. Hymne des Sturms gespielt. Kann man damit nicht Löcher aufmachen? Hilf mir mal gerade, wer auch immer gerade zuschaut. Ich glaube, damit kann man Löcher aufmachen. In einer Hyrule-Ebene. Du hast die Hymne des Sturms erlernt. Oh. Oh nein, diese verflixte Ocarina ist ein Instrument des Teufels. Komm ich hier hoch? Danke, mir ist schon schlecht. Ich möchte hier gerne wieder runter. Ja. Komm ich nicht hoch? So? Nee. Das fährst ja noch. Wenn ich hier hochkomme? Nee, ans Herzteil komme ich nicht, ne? Aber ich will es trotzdem ausprobieren. Ich muss das einfach mal testen. Ist das vielleicht ein kleines Geheimnis? Ich meine, ich komme da sowieso bald hin. Na, dann lassen wir das mal. Lalala. Schon mitgetrellert. So, wir gehen da drüben mal rein. Glück gehabt. Das alles sieht sehr gut aus. Was haben wir denn hier? Hallo? Schießbude. Ein Spiel kostet 20 Rubine. Es gibt 10 Ziele, 15 Versuche Zeit. Nur eine Chance. Oh, bei 10 Treffern Überraschungspreis. Ey, willst du ein Spielchen wagen? Ich glaub, das kostet nur 20 Rubine. Was meinst du? Das ist doch derselbe Typ, der auch in Majora's Mask im Sumpf sitzt, oder? Oder war das sein Bruder? Sieht jedenfalls genauso aus. Klar. Okay, das ist hier nur was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich einfach auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse und musst alles an Stein, was da rumliegt, musst du treffen. Schieß mit B, fertig? Dann los und viel Glück, Kleiner. Warte, ich hab den Bogen noch gar nicht draußen. Jetzt warte doch mal. Shit. Ich musste erst mal gucken, mit welcher Taste ich überhaupt ziele. Schieße. Zumal ist das mit dem Gamepad so ein bisschen... das ist nicht so einfach mit dem Gamepad. Ich weiß mal, wo sie rauskommen und wie sie fliegen. Da. Ich glaube, wenn ich 8 treffe, darf ich nochmal, oder? Ha! Fast! Nun gut, du darfst es noch einmal versuchen. Ups. Boah. Okay. Nein, nicht nervös werden. Nein, ich habe ihn verpasst. Verdammt. Da. Ach. Na komm schon. Fast. Ich darf's nochmal versuchen. Die Reihenfolge ist jedes Mal anders. Das verwirrt mich. Okay.
muss mit dem Joystick so extrem sachte bewegen. Die Empfindlichkeit ist ziemlich hoch eingestellt. Ich frag mich nicht warum. Yes! Ich bin begeistert. Klasse, göttlich. Hier, nimm dit. Dit einzigartige Präsent an dich. Was haben wir denn? Ein Fofi. Wir haben nämlich noch keinen Bogen. Toll. Ich glaube, wenn wir einen Bogen hätten, würden wir da eine Dings, einen Köcher bekommen. Ist das richtig? Bitte bestätige mich. Du Zuschauer. Wenn das richtig ist. So, ich gucke mich erstmal noch ein bisschen um. Und zwar vor allem auf meine Uhr, die mir dann sagt, jo, ist gleich wieder soweit. Ja, bitte, verkauf mir etwas mit C. Verkauf mir Inhalt einer Flasche. Hallo? Hallo? Diese Musik... Hilf mir mal. Kam diese Musik das erste Mal bei A Link to the Past, bei Super Nintendo? Oder kam diese Musik das erste Mal bei... Link's Adventure fürs NES? Das würde mich mal interessieren. Ach, da ist ja der Bruder. Willkommen. Die Zeiten sind hart. Deshalb sind wir von Hyrule hierher gezogen. Ich würde mich freuen, wenn du bei uns Stammkunde wirst, Freundchen. 80, ja, ist klar. Kaufen. Oh. Ich habe noch keinen Köcher. Noch und nöcher brauche ich Köcher. Denn mit dem Köcher geht es Böcher. Besser. Hallo? Hallo? Na, bist du? Ah. Wen haben wir denn hier? Willkommen! Eine alte Vettel betreibt den Hexenladen hinter diesem Shop. Nimm die Tür links, neben der Theke, wenn du hinein willst. Was gibt's denn bei dir hier Schönes? Eine Kerze? Blaues Feuer? Ein Irrlicht? Fisch für 200, ist klar. Den könnte ich dir verkaufen, wenn ich dafür 200 bekäme. Gab es nicht auch einen goldenen Käfer? Oder war das ein anderes Spiel? Verwechsel ich gerade was? Hm, den Fisch kriegen, glaube ich, auch da unten im Loch. Da hinten ist ein paar. Ich bin zwar schon über der Zeit, aber das Dorf mache ich gerade mal fertig. Ich habe gehört, dass die verlorenen Wälder ein mysteriöser Ort mit vielen noch seltsameren Gewächsen sind. Ich würde gerne mal eine Medizin mit einem der seltsamen Gewächse zusammenbrauen, die es dort gibt. Ich sehe vielleicht nicht mehr so gut aus, aber meine Nase ist doch sehr fein. Und jetzt geh. Ich muss schon sagen, meine Liebe, Sie haben mir eine exorbitant hohe Stromkostenrechnung, nein, ansehnliche Tapete. Nee, ganz ehrlich, der Raum gefällt mir überhaupt nicht. Tschüss. So, jetzt schauen wir uns mal das Pärchen da oben an. Ja, ja. Was fehlt denn noch? Ach, hinter mir bei dem, auf dem Dach. Ich glaube, da müssen wir aber nicht hin. Hey, welch eine Nervensäge, die uns da stört. Denkst du das nicht auch, meine Liebe? Okay, ja schon, Entschuldigung. So, ich glaube, wir haben's. Die anderen Häuser können uns gerade klemmen. Ich würde sagen, wir versuchen es beim nächsten Mal, uns zum Friedhof durchzuarbeiten. Und sag erstmal tschüss, bis zu einer neuen Folge Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dahin, ciao. Wo ist mein Ausknopf? Da.